Ja, dann werden wir loslegen mit der Fragerunde. Vielleicht sagt ihr ganz kurz auch, dass ihr euch vorstellt, wer wen noch nicht kennt. Ja, David Bernreuther vom Kicker, hallo. Erklärt doch einfach beide mal nacheinander, warum ist Augsburg für euch die richtige Wahl? Warum seid ihr jetzt hier? Ich würde Rani gerne den Vortritt lassen, aber da ich der Ältere bin, fange ich mal an. Ich hatte vor 3 Jahren bin ich von der Fortuna nach Schalke gewechselt, zu einem recht großen deutschen Verein, der halt auch einen relativ hohen Anspruch hat. Für mich lief es relativ unglücklich, auch durch Verletzungen und die Konkurrenz war halt auch nicht so schlecht. Bin dann Anfang des Jahres für ein halbes Jahr nach England gegangen, in die Championship. Und bin einfach nach Augsburg gekommen, weil Augsburg mir die Möglichkeit einfach wieder gibt, in der Bundesliga zu spielen. Ich denke, das steht dann über allem und deswegen ist es auch Augsburg geworden. Ja, dann mache ich gleich mal weiter. Ich glaube, das Gesamtpaket des FC Augsburg ist einfach optimal für mich. Es ist ein gut geführter, ruhiger Verein, wo man sich auf das Sportliche, auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und ich glaube, das ist jetzt in meinem Alter sehr, sehr wichtig, dass ich einfach spiele. Und ich glaube, dass die Gegebenheiten hier sehr gut sind und die Gespräche und mein Gefühl letztendlich daraus war sehr gut. Deswegen sind wir dann letztendlich zusammengekommen. Dominik Mesch von Presse Augsburg. Sie haben gesagt, Sie haben die Möglichkeit, in Augsburg wieder zu spielen, in der Bundesliga zu spielen. Es sind auf Ihrer Position neben Ihnen noch 3, die das auch möchten. Was gibt Ihnen das Vertrauen, dass Sie das sein werden, der da am ersten Spieltag im Tor steht? Ich denke, dass gerade in Deutschland auf der Torhüterposition immer, egal wo man hinwechselt, ein großes Angebot und ein großer Konkurrenzkampf herrscht. Und da ich weiß, was ich auch unter anderem in Düsseldorf abgeliefert habe in der Bundesliga, denke ich, dass ich, wenn ich da anknüpfen kann und meine Leistung bringe, dass ich auch sehr gute Chancen hatte. Natürlich wäre ich auch nicht gekommen, wenn er vor allem ein klares Statement vorgegeben hätte, wo es, dass ich hier nicht ans Spielen komme, denke ich, das ist auch ganz klar. Und da von der Seite auch ganz klar das Signal ist, dass man mich hier hinholen wollte, um auch den Verein zu stärken. Auch auf der Position sehe ich dem Ganzen eigentlich sehr optimistisch entgegen. Aber natürlich ist eine Vorbereitung noch davor, wo sich dann auch vieles zeigen wird. Was war dann das Statement des Vereins? Fairer Wettkampf, offener Wettkampf oder schon eine Zusage? Ich denke, das ist eine klare Ansage, weil ich weiß nicht, wie es mit Marvin aussieht, wie er diesbezüglich steht. Ich glaube, da waren auch ein paar Themen offen noch. Aber das sind Sachen, die ich halt nicht beeinflussen kann. Also ich denke, dass wenn ich die Qualität bringe, die ich mir vorstelle zu bringen, dass die Chancen sehr gut stehen. Rani, Sie sind jetzt aus Leipzig hierher gewechselt, ein Team, das ja, Champions League spielen wird jetzt und Sie, so hat man gehört, hätten dort auch bleiben sollen oder können. Warum dann von der Champions League nach Augsburg? Weil ich keine Lust hatte, die Nummer 13, Nummer 14 oder Nummer 16 zu sein im Kader, sondern ich will Woche für Woche spielen und mir bringt es nichts, wenn ich alle 2, 3, 4 Wochen mal auf dem Platz stehe und dann als Einwechselspieler agiere oder eine untergeordnete Rolle spiele. Das wollte ich jetzt einfach nicht, das waren die letzten anderthalb Jahre leider so. Von dem her habe ich mich dann umorientieren wollen und sagen, okay, welcher Verein passt zu mir, wo ich sage, da kann ich wirklich Woche für Woche auch auf dem Platz stehen, in der Bundesliga auf dem Platz stehen und letztendlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Gesamtpaket hat einfach hier gepasst. Dominik Kohr hat auf Ihre Position den Verein gewechselt. Ihre Chancen sind also ganz gut, dass Sie auch wirklich in die erste Elf dann kommen. Wenn Sie einen Vergleich zum Dominik Kohr ziehen, er ist ja ein sehr aggressiver Spieler, wie sehen Sie sich selbst? Ja, einen Vergleich will ich jetzt eigentlich nicht starten. Ich kenne ihn zwar von der Junior-Nationalmannschaft noch damals, aber ich glaube, ich bin auch ein aggressiver Spieler, der gerne nach vorne verteidigt, der aktiv sein will in den Zweikämpfen, der ein Spiel eigentlich auch recht gut dirigieren kann, für Ordnung sorgen können, für die Stabilität, dass man nicht einfach ins offene Feuer jedes Mal rennt und von dem her sehe ich da eher meine Stärken. Sie waren gestern beide bei der Trikotpräsentation in der Augsburger Innenstadt schon dabei. Ich würde sagen, mehrere hundert Fans waren dort, die, ja, glaube ich, einen ganz tollen Empfang geleistet haben. Wie war für Sie der erste Eindruck von den Augsburger Fans? Super, also ich habe super angenehmes,
super angenehmes Willkommen gespürt gestern. Das war wirklich, wirklich richtig schön. Ich habe das Gefühl, dass die Leute immer noch eine große Dankbarkeit haben, dass der Verein in der ersten Liga spielt. Auch gerade nach dem Finish in der letzten Saison. Ich denke, dass die ganze Stadt hier hinter dem Verein steht und das mit einer sehr positiven Stimmung. Ich auf Schalke, was nicht so ein leichtes Pflaster ist, was die Fans angeht, ein Riesenpotenzial natürlich, aber die Stimmung dort ist natürlich auch immer sehr schwierig, immer sehr hitzig. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es halt schon andere Vereine sind, aber die Fans hier sehr viel Dankbarkeit, denke ich auch den Fußballern uns gegenüber zeigen. Ein sehr, sehr positives Gefühl war es gestern. Es war, wie schon gesagt, angenehm, vor den mehreren hunderten Fans zu stehen, und ich glaube, wir wurden gut aufgenommen, gut gefeiert und schöne Trikots vorgestellt. Von dem her war es gestern rundum gelungener Tag. Max Bielefeld von Sky, welche Rolle hat Manuel Baum, Frage an beide, für Sie gespielt beim Wechsel? Soll ich mal beginnen? ja, natürlich auch eine große Rolle. Ich glaube, wir haben uns unterhalten. Ich war damals hier. Er war im Urlaub, das heißt, wir haben nur telefoniert, aber das Telefonat war sehr, sehr positiv. Und wie er mich gesehen hat, wie er mich beschrieben hat, was er mit mir vorhat, das war sehr, sehr positiv, sehr ausschlaggebend. Und da hatte ich ein sehr gutes Gefühl bei ihm. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr großer Fachmann und weiß, von was er spricht. Und von dem her, jetzt gilt es einfach, die Sachen auf dem Platz umzusetzen, zu zeigen, und dann wird man sehen. Ich denke, ich kann mit Rani nur anschließen. Also er hat einem immer sofort ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich denke, der Kontakt zu Augsburg war auch schon länger da, unabhängig dann auch vom Trainer. Ich denke, dass er auch zusammen mit Stefan Reuter dann die Entscheidung dann auch alle trifft, und dementsprechend war der Kontakt sehr gut. Ich denke, da kann man sehr gut drauf aufbauen. Ja. Jetzt lernen Sie die neuen Kollegen gerade erst kennen, aber was ist drin für den FC Augsburg in dieser Saison? Wie gehen Sie es an? Gibt es da eine Zielsetzung, persönlich vielleicht auch? Also ich glaube, wenn der FCH eins kann, dann ist das sich selbst gut einschätzen und ein Stück weit Bescheidenheit vorleben. Und das, denke ich, wurde in den letzten Jahren hier par excellence gemacht. Gerade im Abstiegskampf war, glaube ich, der FCH immer von außen betrachtet einer der Vereine, wo am wenigsten Unruhe geherrscht hat. Ist natürlich dann, wenn man Vereine wie Hamburg dabei hat, auch ein Stück weit angenehm, weil man sich dann selber ein bisschen zurückziehen kann und gut arbeiten kann, weil natürlich der Medienfokus generell immer eher auf solchen Vereinen liegt. Aber ich denke, nichtsdestotrotz müssen wir hier ganz klar vom Ziel reden, dass wir die Klasse halten wollen. Und das ist, wie gesagt, ich denke, dass sich da auch keiner irgendwie andere Vorstellungen hat. Natürlich versuchen wir alle, das Beste zu geben, und was dann am Ende mal rauskommt, das werden wir dann sehen. Ich habe alles gesagt. Kann ich mich nur anschließen. Die letzten 6 Monate waren Sie in England, bei Bristol City. Die deutschen Fans hatten Sie dann ein bisschen vom Radar, waren Sie ein bisschen verschwunden. Wie war es für Sie, wichtige Auslandserfahrungen, die 6 Monate in England? Ja, es war ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen. Also es war Anfang des Jahres eine relativ kurzfristige Entscheidung. Es kam das Angebot aus England. Und ich habe dann stand natürlich zur Auswahl, entweder ich spiele die Rückrunde auf Schalke, natürlich kann immer was passieren. Natürlich hätte sich Ralf verletzen können und nicht auf einmal einspringen, aber das ist mir zu viel spekulativ und zu wenig Wissen, dass ich Einsätze bekomme. Und das war eigentlich nie so mein Naturell, dass ich auf irgendwas warte, dass sich irgendwer verletzt oder anderem irgendwas Schlechtes passiert. Deswegen wollte ich das dann doch selber in die Hand nehmen und bin halt nach England gegangen, um Spiele zu machen. Habe auch einen ganz anderen Fußball erlebt dort, also total interessant, ist wirklich, wie man sich vorstellt, Kick and Rush wirklich in Reihenform. Tolle Jungs auch kennengelernt, die englischen Mannschaften sind noch ein bisschen extrovertierter als die Deutschen, auch was die Medien angeht, also sehr schön reger Verkehr da, aber es war alles in allem wirklich eine ganz tolle Zeit. Sie haben schon angesprochen, das letzte Jahr in Leipzig lief von den Einsätzen her nicht so wie gewünscht, aber wie bewerten Sie denn insgesamt die Zeit in Leipzig? Waren 3 Jahre? Ja, genau. Ich war 3 Jahre dort. Ich glaube, es waren trotzdem gute und lehrreiche 3 Jahre. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt in Sachen Taktik, sage ich mal. Als ich vor 3 Jahren hingekommen bin, war ich ein Jugendspieler, sage ich mal.
und bin dort zu einem Mann geworden, sage ich mal, im Taktischen, weil Ralf Rangnick da wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau arbeitet und dir sehr, sehr viele Dinge mitgibt, wo du sagst, okay, das kann ich anwenden. Und leider durfte ich es dann letztes Jahr nicht so oft auf dem Platz zeigen, konnte mich aber dadurch, dass ich durchgehend fit war, trotzdem im Training weiterentwickeln, weil man sieht, was für eine enorme Qualität da herrscht im Leipziger Team, habe ich mich da trotzdem weiterentwickelt und wie vorhin schon angedeutet, jetzt heißt es einfach für mich, dass ich in dem Alter bin, wo ich spielen muss und das Ganze dann auch in den Stadien einfach fabrizieren muss. Ist ja doch eine sehr spezielle und extreme Spielweise in Leipzig. Muss man sich jetzt da umstellen, anpassen, wenn man auf eine andere Mannschaft trifft oder wie viel kann man da mitnehmen? Na, ich glaube, dass der FC Augsburg trotzdem auch aktiv und nach vorne verteidigt hat, immer in hohem Tempo gespielt hat. Von dem her ähnelt sich das schon ein kleines bisschen. Natürlich hat dann jeder Trainer und jede Mannschaft dann auch ihre eigenen Ansätze und andere Charaktere. Von dem her glaube ich aber nicht, dass es so ein großer Unterschied ist und dass ich mich so jetzt enorm umstellen muss. Frage an Rani, Kilian Mitterle vom Bayerischen Rundfunk. Wenn man vergleicht bei Leipzig, die letzten 3 Jahre haben sie immer oben mitgespielt, Aufstieg erst, jetzt geht es in die Champions League, beim FCA wird es Abstiegskampf. Inwiefern stellen Sie sich darauf ein? Ja, letztes Jahr war ja auch eher unsere Zielsetzung, dass wir eine sorgenfreie Runde spielen und ich glaube, das ist hier dieses Jahr eigentlich auch der Fall. Mein Wunsch ist es oder mein Gedanke ist es, dass wir natürlich auch eine sorgenfreie Runde spielen werden und darin gilt es jetzt einfach anzusetzen. Wir haben jetzt eine Vorbereitung, wo wir da die Grundsteine legen können und ich glaube, jetzt gehen wir nachher raus, beginnen damit und dann wird man sehen, wo wir am Ende des Tages stehen, aber ich glaube, dass die Mannschaft einfach ein enormes Potenzial hat und auch ab und zu unter dem Radar läuft, von dem her können wir da schon eine gute Rolle spielen. Frage noch an beide. Marcel Heller wurde bekannt, dass er seine Couch auf eBay versteigert hat. Wie war Ihr Umzug? Haben Sie die Möbel losgebracht, alle mitgenommen? Ich glaube, der Rani ist mir ein bisschen voraus schon. Der Rani hat schon eine Wohnung gefunden und auch schon, glaube ich, fast alles hinter sich, um die Frage für ihn zu beantworten. Bei mir wird es noch ein bisschen dauern. Wir fahren jetzt erstmal ins Trainingslager. Bin auf der Suche nach einer schönen Wohnung und wenn ich die dann gefunden habe, dann gucke ich mal, welches Möbelstück ich da noch entbehren kann. Vielleicht gebe ich das ein oder andere Marcel weiter, weil anscheinend hat es echt gut funktioniert. Ich habe gestern aber eben drüber gequatscht. Also eine Couch kriegt man auch nicht so einfach weg. Bei ihm hat es wirklich dann sofort funktioniert. Also scheint ein gutes Geschäftsmodell zu sein. Sie haben schon erzählt von Ihrer Zeit auf Schalke, dass das Umfeld sehr unruhig oft ist, dass die Fans fordernd sind. Auf Schalke hatten Sie aber auch Kontakt mit einem Mann, den man hier sehr gut kennt, mit Markus Weinzierl. Wie waren Ihre Erfahrungen mit ihm? Ja, ich habe mit Markus Weinzierl nur ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Das war sehr professionell und alles sehr gut. Also müssen wir entschuldigen, aber als Nummer zwei hat man jetzt nicht den wahnsinnig riesigen Kontakt zum Trainer. Also wir haben da jetzt nicht tiefe Diskussionen über unsere Taktik geführt. Deswegen kann ich da auch nicht wirklich viel zu sagen. Also ich denke, ja, am Ende des Tages natürlich ein 10. Platz für Schalke 04 wahrscheinlich dann einen Tick zu wenig. Und der Verein hat dann die Konsequenzen herausgezogen. Aber nichtsdestotrotz war das auch eine sehr gute Erfahrung mit ihm. Auch mit dem ganzen Trainerteam, was er mitgebracht hat. Also das war alles sehr positiv.